Hallo ihr Lieben, der Riley wird ja vorbereitet zum Anreiten. Der wird im Frühjahr 3. Der kann jetzt longieren, der kann Sattel, der kann nachgeben aufs Knotenhalfter. Der hat jetzt ein paar Mal schon das Gebiss drin gehabt, ganz locker. Es hängt auch tief, dass er die Zunge drüber und runter nehmen kann. Der kann hier, der kann nach unten hin den Kopf zur Seite nehmen. Also wenn ich unten den Strick drin hätte, ja, kurz dranbleiben, dass er stehen bleibt, seinen Kopf rumnimmt, so, prima. Also er kann das unten wie zum Strick. Das machen wir jetzt aber nochmal, ich habe es gerade noch an der Longe gemacht. Also als ob der Strick hier drin wäre, die Longe, so. Das kann er, dann kann er vorne, das habe ich auch mit Strick geübt, dass ich ihn vorne einhake, dass er das seitliche nachgeben kann wie zum einzelnen Zügel. Und heute als Neues kommt hinzu das Gebiss das erste Mal. Das hatten wir jetzt ein paar Mal drin. Jetzt kommt das erste Mal hinzu, dass er zum Gebiss nachgeben soll. Ist gar nicht verkehrt, vorher mal die Sachen zu machen, die er kann. Und jetzt machen wir das erste Mal tatsächlich zum Gebiss. Das war jetzt quasi mehr von Good Boy. Guckt er sich gerade ein anderes Pferd an, da läuft ein anderes Pferd rum. Ja, dass er wirklich das Gleiche, dem Druck folgen und weichen. Jetzt natürlich im Maul ist natürlich was anderes wie zum Halfter. Das heißt, bis jetzt hing die Wassertrense immer nur drin und hatte keine Verwendung. Ja, da sieht man, der spielt ein bisschen. Ja, und sobald er danach gibt, lassen wir wieder lang und machen das einfach nochmal. Also heute das erste Mal zum Gebiss. Also immer vom Leichten zum Schweren steigern, immer am Halfter anfangen. Und erst wenn am Halfter alles klappt, kann man anfangen, das im Gebiss zu machen. Also am Sidepull oder am Kappzaum, das macht ja jeder anders. Gibt es auch kein richtig oder falsch. Prima. Ja, man sieht, der spielt damit, das ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt ist die nächste Steigerung. Das von der anderen Seite zu machen, was natürlich was anderes ist, weil ich nicht da stehe. Ne? Er weiß sonst immer, dass ich da stehe. Good boy. Und das ist schon was ganz anderes, wenn ich auf der anderen Seite stehe, wie wenn er zu mir guckt oder von mir wegguckt. Aber das ist dann wirklich der ganz saubere Zügeleinsatz. So, jetzt bleib mal dran, bis er steht und nachgibt. Ne? Spielt er ein bisschen da. Good boy. Das ist immer ganz wichtig. Falsche ignorieren, richtige Belohnung. Mache jetzt nochmal auf der Seite. Das heißt, ich gleite den Zügel runter, gebe hier eine seitliche Einwirkung, ganz weich mit der Hand. Versuche ihn so ein bisschen rumzupumpen. Das mache ich auch nur, weil das davor schon gut geklappt hat. Ja. Und da sieht man schon, dass ihm das deutlich schwieriger fällt, weil ich nicht da bin. Prima, Schatz. Und die größte Belohnung ist natürlich neben Loben und Streicheln und Sagen, vor allem der Zügel langlassen. In dem Moment, wo er den Zügel langlässt und den Druck auflöst, versteht das Pferd, dass es richtig war. Das ist schon wieder eine kleine Premiere. Erstmal ist er richtig nass. Ist leider nicht abgetrocknet. Ich habe ihn zwar schon vor 2 Stunden reingeholt. Und das erste Mal mit richtigen Zügeln, die natürlich auch wackeln. Und dadurch, dass er so nass ist, bockt er auch nochmal ziemlich. Schön vorwärts. Good boy. Einfach mal ein paar Übergänge. Und immer in dem Moment, wo er bockt, schicke ich ihn vorwärts. Good boy. So, heute das erste Mal nur mit Gebiss nachgiebig im Stehen. Ist immer schwierig zu filmen und zu machen gleichzeitig. Good boy. Hatte. Gerade hat er das gut gemacht, weil ich wahrscheinlich auch fokussiert habe. Good boy. So, dann habe ich den Zügel übers Pferd gelegt. Gehe auf die andere Seite. Jetzt machen wir das zum indirekten Zügel. Das heißt, ich stehe auf der falschen Seite. Good boy. Dann ist die nächste Stufe, das haben wir gestern schon am Halfter geübt, um die Hinterhand schnalzen und er soll sich einmal drehen. Good boy. Aber eigentlich soll er sich erst drehen, wenn ich schnalze. Deswegen machen wir das nochmal. Steh. Good boy. Einmal stehen lassen, loben. Nochmal Kopf rum. Stehen lassen, steh. Nee. Er soll eben nicht loslaufen, bis ich das sage. Oh.
Also nochmal, Kopf rum, steh. Genau, dann um die Hinterhand. So, jetzt wartet er. Dann schnallt sich und dann da war komm. Good boy. So gut ist die vorbereitende Übung für die Doppellonge dann. Dass er den Kopf rumnimmt und dann auch sich bewegt in die Richtung auf Ansage.